Freunde, im heutigen Video werde ich von 99 Spielern gejagt, die nur ein einziges Ziel verfolgen, und zwar mich auszuschalten. Und wenn sie das Ganze schaffen, bekommen sie einen richtig geilen Preis. Ich sag euch, Freunde, das wird die ultimative Verfolgung werden. Wenn du mal bei Videos dabei sein willst, dann check einfach den ersten Link in der Videobeschreibung ab, denn da ist mein Discord verlinkt, und komm einfach drauf und mach mit. Ladies and Gentlemen, heute ist es soweit. Wir spielen den ultimativen Modus, und zwar ihr gegen mich und Jules zusammen. Und zwar müsst ihr versuchen, uns auszuschalten. Das Krasse ist halt nur, weil ihr 90 Leute gerade drin sind, ihr dürft nur die Spitzhacke benutzen. Wir dürfen alle Waffen benutzen. Und wir schauen mal, ob wir am Ende schaffen, die Community zu besiegen. Damit das Ganze nicht super unfair ist, kriegen wir am Anfang ein bisschen Vorsprung. Das heißt, die erste Minute dürft ihr uns noch nicht umbringen. Ich werde im Verlauf aber gewisse Hinweise geben, dass ihr herausfinden könnt, wo wir sind. Ja, und dann versucht ihr uns auszuschalten. Schockwellengranaten sind übrigens nicht erlaubt, genauso wie normale Waffen. Heilung, Flowberries und so könnt ihr sehr, sehr gerne einsetzen. Jetzt ist überlegen, wo wir runtergehen, aber du darfst nur markieren, du darfst den Ort nicht nennen. Hast du die Idee, wo wir hingehen? Ja, ich glaube schon. Ja, gute Idee, sehr gute Idee, sehr gute Idee. Glaubst du, uns verfolgt schon jemand? Nee, ne? Nee, also bei mir ist jetzt keiner. Boah, ich schwör's euch, Leute, das ist ein ganz anderes Gefühl, wenn die ganze Lobby nur fokussiert auf euch ist. Mal gucken, ob das Ganze funktioniert. Ich baue auf euch, dass ihr alle sehr, sehr ehrliche Spieler auf jeden Fall seid. Falls ja, machen wir noch weitere geile Formate. Ey, wir müssen abbrechen, da ist einer. Wir wollen natürlich jetzt auch nicht zu lange looten, dass wir nicht zu krasse Sachen haben. Ey, du kannst hier hinkommen. Ich glaube, hier sind Kisten. Ich wusste das gar nicht. Komm, ich drop schon den ersten Hinweis. Der erste Hinweis ist auf jeden Fall Strand. Und am Strand gibt es auf jeden Fall verbuddelte Kisten. Ey, da kommen schon die ersten! Oh mein Gott. Also es geht ja schon los, ne? Ihr dürft uns schon spitzhacken. Ich gebe euch noch mal ein bisschen Zeit abzuhauen, weil das ein bisschen läppisch sonst ist. Okay, die wollen aber, glaube ich, irgendwie nicht. Die ersten haben uns schon gefunden. Lass mal schnell voll heilen mit den Sachen hier noch. Ja, ich kann nichts bauen. Okay, jetzt. Hier ist auch noch was. Okay, perfekt. Ja, die laufen noch mal weg. Das wäre jetzt ein bisschen unfair gewesen. Ich habe ein paar Waffen dabei. Wie sieht's bei dir aus? Ja, ich habe auch ein paar Waffen, aber mit denen kann ich irgendwie gar nicht spielen. Sag dir das doch nicht. Guck mal, der will dich schon spitzhacken. Klatsch ihn weg. Das war Crashing Lime. Er wusste auf jeden Fall direkt, wo wir sind. Sehr, sehr krass, Mann. Er war der allererste, der uns gefunden hat. Der andere ist erstmal weglaufen. Wie gesagt, ihr dürft den Chatroom benutzen. Ey, die ersten kommen da oben schon. Meinst du, wir sollten vielleicht mal kurz abhauen? Ich glaube auch. Ey, nicht schießen auf uns, Leute. Waffen sind nicht erlaubt. Nur die Spitzhacke. Deswegen formiert euch in Gruppen und greift uns dann an. Ey, der klaut unser Fahrzeug. Oh, oh. Oh Gott, er ist mit unserem Fahrzeug abgehauen. Aber sagt ihm das nicht. Guck mal, da vorne ist noch eins. Wir klauen das andere Ding einfach. Außer der zockt uns das auch noch ab. Guck mal, er will es auch klauen. Er will es auch klauen. Geh weg, Junge. Der Raven. Er hat was dabei, was wir gebrauchen können. Ey, die kommen schon mit Autos. Pass auf, hinter dir. Achso, anfahren ist übrigens erlaubt. Damit habe ich kein Problem. Das ist sogar witzig. Das Gute ist, der eine ist nur genockt. Der könnte nochmal wiedergeholt werden. Lass mal schnell abhauen. Hier, die sind schon hinter uns her. Oh mein Gott. Also unser Plan ist, Jules, ich sag das auch, wenn die anderen mithören können. Wir müssen jetzt versuchen, so viele Leute wie möglich auszuschalten. Weil je kleiner die Zone wird, desto mehr Leute werden direkt Auge auf uns machen. Gott, die ersten verfolgen uns schon. Ja, ich wollte gerade sagen, da ist noch jemand. Da wird jemand rebootet. Sollen wir den aufhalten? Klatsch ihn weg. Oh, perfekt, perfekt, perfekt. Oh Gott, sie kommen. Ich gebe mal kurz einen Hinweis für die Leute, die gar nicht wissen, wo wir sind. Wir sind aktuell bei Pleasant Piazza. Ich habe euch sogar den Ort genannt. Wo die ersten kommen, alles schon mit Auto? Oh mein Gott! Ey, da landet einer! Wir müssen hier weg, Mann. Wir müssen irgendwo uns verstecken, glaube ich. Da vorne ist noch einer. Kann ich eigentlich auch schießen? Ich kann auch schießen. Oh Gott, die sind auch mobil mit Motorrad. Oh, wie viele das hier sind. Oh, oh, die wollen uns einbauen. Ich kann nicht weiterfahren. Wir müssen irgendwie hier rauskommen. Hilfe. Ich kann nichts machen. Komm runter. Komm schnell runter. Es sind zu viele. Ich wurde schon gespitzhackt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe eine Idee, Jules. Ich habe eine Idee. Komm schnell rein, Jules. Wir müssen abhauen. Ich weiß nicht, ob die uns hier spitzhacken können im Auto. Ah, die machen das Auto kaputt. Egal, erstmal wegfahren. Oh mein Gott. Ich sag doch, das eskaliert so schnell einfach. Hilfe. Hast du irgendwas am abzuhauen, Jules? Oh Gott, ich muss dich gleich wiederholen. Holy moly. Das Gute ist, ich habe halt Mobilitäts-Item dabei. Viele können mich gar nicht verfolgen. Schlimm ist, aus der Richtung kommt sogar noch einer. Siehst du das?
nicht. Oh mein Gott, guck mal, wie der mich erwischt hat. Ich hab 3 HP. Wow. Ich hab 3 das HP. Das ist richtig knapp. Ich hoffe, dass sein Motorrad gleich leer geht. Da ist gerade Leben am Limit. Nein, ich bin down. Die erste Runde ist schon vorbei. Oh mein Gott, sehr, sehr stark gespielt. Wir gucken gleich mal nach, wer das gewesen ist. Und ich würde sagen, jedes Mal, wenn mich einer genockt bekommt, dann kriegt er von mir einen Skin aus dem Itemshop. Wir müssen das am Ende nur nachverfolgen. Der ist jetzt auf anonym gewesen, aber wir können gleich in Wiederholung nachgucken, wer das gewesen ist. Weil dann ist das für euch auch ein größerer Anreiz, das gleich zu machen. Also die Regeln sind dieselben wie eben, nur noch ein bisschen verschärfter. Keine Autos, keine Motorräder. Ihr dürft keine Waffen benutzen, keine Schockwellengranaten. Und die erste Minute lasst ihr uns auf jeden Fall leben. Weil der hat uns schon gesehen, ne? Wir sind geliefert, Mann. Der wird uns gleich verfolgen. Der wird uns gleich verfolgen. Sind schon zwei. Also es geht jetzt noch nicht aktiv los. Ich sag gleich, wann es losgeht. Und ich werde im Verlauf der Runde auch Hinweise geben, damit es halt ein bisschen einfacher wird für euch. Und gib ihm. Oh Gott, kommst du drauf? Ja, perfekt. Oh Gott, das war schon sowas wie der erste Hinweis, ne? Kommst du drauf? Was könnte das bedeuten? Sind wir gerade etwa mobil unterwegs? Oh Gott, ich hab zu viel verraten. Ja, ich muss den Bubble halten. Ich glaube, jeder weiß es jetzt schon. Oh Gott, da ist wirklich schon jemand. Der hat uns gefunden. Wer ist das? Ist das Eminem? Er wird nichts machen jetzt, oder? Oh doch, die ersten sind schon da. Oh mein Gott. Du musst mir helfen. Ich bin gleich down. Der erste ist schon hier. Alter. Was passiert hier gerade? Ja. Verstecken uns erstmal. Ich habe eine gute Idee, wo wir hingehen können. Da werden die uns auch erstmal nicht finden. Wir müssen uns noch ein bisschen auftanken. Wir gehen einfach dahin. Ja, ich vertraue dir da einfach mal. Ja, aber ich gebe halt den nächsten Hinweis, falls ihr das nicht wusstet. Wir waren eben auf dem Zug. Aber das Ganze ist schon ein bisschen her, Leute. Sind hier schon welche? Ja. Boah, er hat sehr krass fair gespielt. Gib ihm auch die Chance, dass er nochmal weglaufen kann. Gib ihm noch die Chance. Da ist noch einer. Sehr, sehr fair auf jeden Fall, was ihr gemacht habt. Ja, bei mir aber auch. Bei mir auch. Aber richtig dolle gerade. Ja, hatte ich auch gehabt. Das Problem ist, die Schlingel haben die ganzen Sachen hier schon mitgenommen. Oh Gott, aber hier ist noch Heilung. Wir können es hier noch voll machen. Da vorne ist noch jemand und hier kommt noch jemand mit dem Auto. Autos dürft ihr nicht benutzen, Leute. Autos nicht erlaubt. Zwei mit Autos. Bitte keine Autos benutzen. Die Zone wird eh gleich schon kleiner werden. Ah, nein, wir haben kein Gold. Hier sind auch nochmal Sachen. Oh Gott, da kommt der Nächste. Oh mein Gott, tschüss. Der hatte eine Mission. Oh Gott, da ist noch einer. Oh Gott, hier kommen wirklich einige gerade. Hilfe, die Spitzhacken mich gerade schon. Oh mein Gott, was passiert hier? Ich glaube, ich bin gleich down, ne? Die zweite Runde geht auch schnell vorbei. Nein, ich wurde schon wieder gespitzhackt vom Bärchen-Ranger Jan. Ey, ich sag dir ehrlich, wie es ist, ne? Wir dürfen nicht da runtergehen, Mann. Das ist Selbstmord. Wir dürfen nur auf öffentlichen Plätzen sein. Okay, Ladies and Gentlemen, Runde Nummer 3. Mal gucken, ob ihr es diesmal hinkriegt, uns zu besiegen, nachdem wir schon zweimal gewonnen haben. Spaß beiseite, Mann. Wir sind zweimal direkt gestorben. Ab jetzt gibt's keine Hinweise mehr. Weil ihr seid einfach zu heftig. Oh Gott, ich mach gerade so einen Quatsch hier. Ja. Oh, das Schlimme ist, da ist schon einer. Okay, okay, alles gut, alles gut. Ich hab mich gerade voll erschrocken. Ja, ja, das ist voll heftig, Mann. Wir müssen gleich auch hier abhauen. Die spawnen einfach immer irgendwo. Krass, ne? Ja. Was passiert da? Warum killt ihr euch gegenseitig? Hallo, was macht ihr da? Ihr sollt euch nicht gegenseitig killen. Ihr sollt euch nicht killen. Ihr dürft eine Spitzhacke benutzen. Ey, egal, umso besser für uns, ne? Ja. Ey, der hat hier fast denselben Skin wie der eben, ne? Gott, es stirbt nicht mal. Ich habe gleich noch was für dich. Aber ich glaube, wir sollten jetzt hier gleich abhauen. Ja, ich glaube, jeder weiß, wo wir sind mittlerweile. Alter, wie viele? Pass auf, wir sind schon übel viele. Oh mein Gott, die sammeln sich mittlerweile auch schon, ne? Ich glaube schon, die teamen hier alle miteinander. Ja, 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 voll heftig, voll heftig. Wir müssen hier sowas von weg, die wissen es einfach. Boah, ist das heftig, aber es ist auch sehr, sehr geil. Aus dem Nichts kommen einfach so 3, 4 Leute an. Sehr schön. Ja, ich muss den ausschalten. Ey, das ist der, der eben schon den Skin gewonnen hat. Oh mein Gott, da schießt einer auf uns. Oh mein Gott, warum schießt du? Ja, ich weiß auch nicht, warum die das machen. Hä? Leute, nicht schießen. Nur mit der Spitzhacke. Er schießt halt schon wieder. Kannst vergessen. Oh, heute ist ein richtig guter Tag, ich sag's dir. Oh, Leute, wer schießt denn da? Guck mal, jetzt habt ihr Tridan einfach das genommen. Weil das Problem ist, der Typ hat mich halt kaputt geschossen. Was soll ich tun? Ich bin geliefert.
5 Treffer und ich bin down einfach. Er hat mich wieder eingebaut. Er ist so heftig. Er ist so heftig. Ja. Ich schwöre, die beiden sind so krass. Ich kann nichts machen, Mann. Guck mal da. Oh mein Gott. Ja. Wieso so krass, viele? Ne? Krass, ne? Sollen wir da mit drauf? Was meinst du? Ich glaube, das wäre ein bisschen gefährlich. Ich treffe aber auch heute wieder nichts. Ja, die hauen doch schon alle ab hier. Die haben halt den Vorteil, dass die alle Schild haben. Woher? Vielleicht habe ich ja gleich ein Problem. Hier sind sehr viele Gegner. Oh mein Gott. Die haben auch sehr viel AP alle. Oh, er wird Umarmung haben. Aber sei kein 31er. Da ist die Umarmung. Guck, wir können auch fair spielen. Aber ich muss hier trotzdem killen. Ja, einer weniger. Ja, ich meine, das ist halt auch ein Vorteil. Wenn wir jetzt Medaillons schnell holen, können wir halt regenerieren, weißt du? Ja. Ich glaube, das ist eine richtig gute Idee. Dann sag mal irgendeinen Boss, damit die verwirrt sind. Und dann gehen wir einfach zu dem anderen Boss. Ich würde schon mal sagen, schon so irgendwie, keine Ahnung, Oscar oder so, ne? Aber was die halt nicht wissen, theoretisch gesehen können wir ja trotzdem zu Oscar gehen. Ihr müsst jetzt nachprüfen, ob wir die Wahrheit sagen oder ob wir Lügner sind. Dafür gucken wir einmal auf die Karte und sehen, dass der Boss schon tot ist. Verdammt, Mama, warst du einen Boss ausgewählt, der schon tot ist? Was meinst du, was ich jetzt für eine Angst habe, ja? Den Boss auszuschalten. Was meinst du, was ich jetzt für eine Angst habe? Am Ende stirbst du nicht an unseren Gegnern, sondern am Boss. Ja, das wäre echt unangenehm. Das Gute ist, wenn man zu zweit drauf geht. Oh. Ja, ich hab's auch gesehen. Wenn man zu zweit drauf geht, dann kann man die Boss halt viel schneller ausschalten. Das ist aber, glaube ich, ein Bot jetzt. Ja, ich glaube auch. Oder der wurde aktiviert von irgendeinem. Also hier sind wirklich Bots, wo wir sind, ne? Das ist kein Spaß, Leute. Das ist kein Geflunker hier. Mein Gott, aber warum schießt du mich an, Bot? Die Runde ist echt ruhig, ne? Also ich sag euch ehrlich, da bin ich stolz auf euch bis jetzt. Also, dass ihr so fair spielt, hätte ich nicht gedacht nach all der Zeit. Aber krass, Mann. Die Zone wird immer kleiner. Oh Gott. Oh Gott. Wir haben zu wenig ausgeschaltet. Aha, aha, aha. Was hat denn hier stattgefunden? Ich glaube, mein Schwein pfeift hier. Das hätte ich nicht von dir erwartet, Göku. Sag ich dir ehrlich, hätte ich von dir nicht erwartet. Von jedem anderen, ich hätte erwartet, dass er das macht. Aber von dir nicht, sag ich dir ehrlich. Ja, da vorne wird aber auch nochmal geschossen, glaub ich. Mal da hinten, was da los ist. Hier kommen welche. Oh Gott, sie haben uns gefunden. Oh mein Gott. Meine Waffe ist dafür nicht ausgelegt. Genau, schießt du auf die und ich tank die irgendwie ein bisschen. Wir müssen hier weg. Ey, nicht snipen, Leute. Ey, was? Die werfen diese Container auf mich? Ich habe keine Ahnung, wo die gerade alle herkommen. Ich kann dir leider gerade nicht helfen. Egal, wir sind auch am Leben. Wir sind Survivor hier. Oh Gott. Ich nehme diese Klinge dabei. Irgendeiner verfolgt mich. Verfolgung auf der A3. Aus dem Weg! Oh Gott, er ist drauf. Oh, das ist der. Hab ich mir der Junge aufgepickt? Ey, ich sag dir ehrlich, die jetzt hier Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der ist auf dem Auto drauf. Ich kann nicht mehr. Ey, geh weg hier, Junge. Ich hab das mit der Junge gar nicht aufgepickt. Oh Gott, ich bin voll erwischt. Okay. Wir haben leichte Turbulenzen hier gerade. Aber wirklich leichte Turbulenzen. Die springen auch alle wie die Weltmeister. Alles Kängurus. Ja. Hilfe. Es sind einfach zu viele Leute für zu... Oh Gott. Ich schwöre, das ist so smart, ne? Das ist so krank smart einfach. Der will mich halt so hardcore, ne? Der will mich so hardcore. Guck mal, wie smart er ist. Holy moly, ey. Der hat einfach alles dabei, was er braucht. Ich glaube, das ist auch der mit dem Medaillon hier. Das heißt, der hielt die ganze Zeit. Wir sind wieder back on track hier. Aber das war richtig rasant. Wir haben halt bis jetzt viel zu wenig ausgeschaltet. Oh mein Gott, ist das euer Ernst? Ich glaube auch und vor allem dann von hinten, wenn du dann jetzt so da am Geboten bist. Da ist er wieder. Der und sein Kumpel, die sind anders wild. Oha, okay, wie viele sind das wieder? Alter, okay. Ich glaube, nach dem Video bist du wieder broke an V-Bucks. Das glaube ich auch. Vor allem nach dem Video habe ich einen Schockzustand einfach. Da ist schon wieder in meinem Auto drin. Ey, wer ist denn das, Mann? Hey, stimmt, das Auto explodiert gleich. Bleib ruhig drin. Bis zum Ende. Ist auch rausgestiegen. Ich wurde gerade von Veteranen stolz. Oh mein Gott, Bärchen, Alter. Das hast du doch extra auf Disrespect gemacht. Dafür wird dein Arsch jetzt brennen, Junge. Oh Gott, die sind schon wieder hier. Boah, Junge.
Ich muss hier weg, ich brauche ein Auto. Ich weiß auch nicht so ganz. Übrigens, ich habe keine Munition mehr. Ja, das ist auch natürlich dann ein nein. bisschen blöd. Nein, nein, nein. Ich habe fast wieder gestorben. Das war close. Das war richtig close. Ja, aber hinter dir sind jetzt auch allgemein schon 3 Leute mit Medaillon. Oh Gott. Oder sogar mehr. Ja, ich habe ein ganz anderes Problem. Leute, es ist unnormal schwer, ey. Ich würde dir sagen, probiert es selber aus, aber... Mach das nicht. Geht weg von meinem Auto. Ja, cool. Danke, Leute. Mit Platten fährt sich sowieso viel besser. Wenn die das nicht gemacht hättet, hätte ich das jetzt gemacht. Hallo Jungs, können wir darüber reden? Wir können doch über alles reden, oder? Wo ist denn der Zug, wenn man den einmal braucht? Ja, das ist reines Frage, Überleben, ne? Hier, ich sag's dir, wie es ist. Die ganze Runde war von Anfang an cursed einfach. Das ist nicht so 7 vs. Wild, das ist so 35 vs. Manabi. Ja. Guck dir den an. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich glaube, das war's, Freunde. Ich habe einen einzigen ausgeschaltet. Ich hatte überhaupt keine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Die Regeln sind immer noch zu heftig, ey. Wir müssen einfach alles verbieten, glaube ich. Die dürfen am Ende einfach gar nichts mehr. Am Ende dürfen sie auch gar nicht mehr pickaxen. Ja, die dürfen einfach nur noch in der Runde dabei sein. Nein, das wird das Ende sein. Ich kann gleich nichts mehr machen. Hier sind auch überhaupt keine Autos in der Nähe. Das war, glaube ich, die schlechteste Runde von allen. Hier sind nur noch Pro-Gamer mit drin. Gott, die Trapper sind wieder da. Die Trapper sind wieder da. Aber es sieht krass aus, wenn die mich die ganze Zeit fangen. Noch bin ich nicht am Ende. Oder? Jetzt ist es richtig knapp. Die wissen das auch. Da hinten lauert noch einer. Der hat genau auf diesen Moment gewartet. Ja. Ja, was soll ich machen? Ich habe nur noch 3 Schuss. Guck mal, Kiro will das sein. Kiro darf es nicht werden. Alle anderen dürfen, aber Kiro darf es nicht sein. Ja, ich glaube, jetzt ist es ja, wenn ihr mich jetzt mit der Greifklinge killt, dann kriegt das keiner, ne? Ihr solltet euch das jetzt genau überlegen. Ich habe nur noch einen einzigen AP gerade. Ihr müsst das jetzt schon mit der normalen Waffe, mit der Spitzhacke machen. Oh mein Gott. Das war's. Ah, ich habe euch alle reingelegt. Oh mein Gott. Es ist zu krank. Wir sind jetzt alle hinter dir her. Ja. Selbst wenn ich jetzt irgendwo ein Medkit herkriege, dann ja. Bin ich vor Tempo. Nein. Und der letzte, der mich geredet hat, war Jonas. Ein HP und ich bin down. Das gibt's gar nicht. Aber ich glaube, Jonas hat mich schon mal gekillt, oder? Dann kann Jonas auch an seinen Freund abgeben. Oh mein Gott, er sagt sogar ja. Das hat Spaß gemacht. Leute, schreibt gerne mal in die Kommentare rein, was können wir alternativ machen, dass wir mehr überleben. Ihr seht doch, wie krank die sind. Wir müssen die mehr einschränken, damit wir es schaffen oder so. Undercover-Basis unterwegs sein. Ihr seht ja schon, die Gegner sind einfach geisteskrank gut. Lasst trotzdem gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Tragt auf korrekt meinen Creator-Code Wannabe im Itemshop ein. Jules hat das letzte Wort, ab die Fahrt. Abonniert alle Wannabe.